willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Lules Mina und heute begrüße dich zu einem neuen Video und zwar zu einem Thema-Haul. Es gibt immer einmal im Monat ein Thema-Haul, denn ihr Lieben, ich lasse mich dort immer wieder hinreißen, entweder sei es Ohrringe, Haarreifen oder auch Gewand ab und zu. Diese wunderschöne Bluse habe ich auch vom Temo. Ich habe sie in roten Herzen und in schwarzen Herzen. Ich muss euch wirklich sagen, bei Temo findet man wirklich alles, alles. In meinem nächsten Temo-Haul habe ich mir eine Tasche gekauft. Eine Tasche, die ausschaut wie ein Lippenstift. Ich würde sie allerdings nicht nützen für eine Tasche. Ich würde sie eher nützen für hier, fürs Accessoire. Der Bär ist auch aus dem Temo. Also ich muss sagen, der Temo hat wirklich diese diese extra Sachen, die man so, wo wahrscheinlich im normalen Geschäft jetzt nicht so bekommt, aber ich finde, der Temo hat immer wieder so außergewöhnliche Sachen für wenig Geld, was für mich super toll ist als alleinerziehende Mama. Da kann ich mir immer wieder etwas auch sparen. Genau, ihr Lieben, denn ich muss sagen, manche Sachen verwende ich auch wirklich nur jetzt speziell für welche Make-up-Looks oder etwas, ja, oder für Accessoires, für YouTube oder etwas. Und da gibt es auch super tolle Sachen, auch für YouTube-Creator habe ich gesehen. Man könnte auch die Wand ändern mit so Stickers und so weiter. Schaut gerne mal bei Temo vorbei. Wie gesagt, ich will jetzt nicht für Temo Werbung machen oder ich habe auch keine bezahlte Kooperation. Ich sage euch das so wie Freundin zu Freundin, dass man dort die Sachen günstiger bekommt und es bleibt natürlich immer jedem überlassen, wo er bestellt. So, damit das Video nicht allzu lange ist, würde ich mich riesig freuen auf ein kostenloses Abo, etwas Nettes in den Kommentaren und falls du Temo überhaupt nicht magst, dann schalt einfach weg oder schaust dir trotzdem an, weil du vielleicht neugierig bist, was ich bestellt habe. Und jetzt, ihr Lieben, würde ich sagen, schauen wir mal, was ich in dieser Bestellung alles bestellt habe. Genau, ich habe Schuhe in meinem letzten Thema-Haul bestellt. Zwei Schuhe haben mir gepasst um alles, aber sie waren für mich nicht wirklich so, dass ich sagen könnte, mit denen könnte ich durch den Sommer durchgehen, aber für zu Hause ist es okay. Aber für ja so richtig Schwimmbad und so, da würde ich mich nicht trauen. Allerdings habe ich letztes Mal von Temo Schuhe mir bestellt. Das sind diese mit diesen Bären. Die habe ich mir jetzt noch einmal bestellt in Schwarz, ohne diesen Bären. Denn die waren richtig gut von der Stabilität her. Und die habe ich mir deswegen noch einmal bestellt, aber in einen ganz normalen Schwarz und ich würde sagen, wir greifen einfach blind. Das Temo ist ein bisschen zerrissen angekommen. Ich werde schauen, ob irgendetwas fehlt. So, schauen wir gleich einmal das erste. Und das erste ist ein Body, was mir super toll gefällt, wenn ich im Sommer ein Kleid anziehe. Das tut nämlich die Figur ein bisschen straffer machen, seht ihr. Ich habe einmal beim Temo bestellt nur etwas für den Bauch, weil seitdem ich schwanger gewesen bin und einen Kaiserschnitt gehabt habe, will der Bauch nicht irgendwie so zurückhängen. Ja? Also dieser Bauch geht irgendwie nicht so zurück und ab und zu denke ich mir, es wäre so schön, wenn der Bauch wieder so straffer wäre. Ja? Auf jeden Fall habe ich mir das als Unterstützung gekauft. Das ist nämlich ein Body, der den Bauch und auch die Taille strafft. Das habe ich mir gekauft für Geburtstagsfeier oder für besondere Momente, wenn ich irgendwann mal wieder sage, ich möchte wieder gut ausschauen, so wie Anfang 20 oder Anfang 18, genau. Ich werde euch einmal berichten in meiner Story auf Instagram, wie die Produkte sind, weil ich kann heute nicht alles testen. Das sind die Batschen, da freue ich mich sehr. Das waren die einzigsten Batschen bei Temo, die wirklich stabil waren. Und diese Batschen sind wirklich super gut. Also wenn ihr wollt, kann ich sie euch gerne verlinken in der Infobox. Das Material ist einfach so gut. Also ich bin mit denen am Spielplatz gewesen und alles Mögliche. Und die sind richtig, richtig gut, auch von der Qualität her und so. Und ich finde die für 5 Euro für jeden Tag wirklich gut. Und es ist in der Größe
43, weil seitdem ich schwanger geworden bin, habe ich Wasseransammlung. Das Problem ist nicht, dass ich nicht reinpasse, sondern mein Fuß ist einfach manchmal breiter geworden durch Wasseransammlung. Und deswegen nehme ich lieber immer eine Nummer größer. So, das war jetzt mein Spülmaschine, genau. Also die weiß ich, dass die gut sind, weil die habe ich schon einmal bestellt. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten. Und das da ist auch ein Body. Allerdings ist das aber so einer mit Träger. Der hat mir sehr gut gefallen. Der tut nämlich die Brust und alles auch noch einmal straffen. Der hat ein bisschen eine andere Form, seht ihr das? Der Body war allerdings ein bisschen teurer als der andere. Ich hatte einmal vor Jahren bei Wish so ein Body bestellt, wo ich nach der Schwangerschaft, man sagt immer nach der Schwangerschaft oder nach einer OP, nach einem Kaiserschnitt soll man so ein Mieder tragen. Da habe ich einmal bei Wish etwas bestellt, das ist so gut gewesen. Leider finde ich den nicht mehr. Das ist jetzt 3 Jahre her. Und ich möchte jetzt unterstützen, weil ich auch beim Abnehmen bin und alles, möchte ich jetzt immer wieder diese Bodies tragen. Wenn die gut sind, kann ich mir vorstellen, dass ich mir 2, 3 im Backup, kaufe. Dann habe ich etwas gesehen, was mir sehr gut gefallen hat. Und zwar, ich schminke mich ja immer wieder. Das sind so Make-up-Tools. Und ganz ehrlich, Leute, ob ich die jetzt beim Action bestelle oder hier. Genauso weich. Also einmal, das war so wie ein Set. Und was mir am meisten gefallen hat, waren diese Puffer. Denn ich verwende sie jetzt so gerne, wenn ich mein Puder sette. Und ich finde diese Kombi gut. Das hat gekostet knappe 2 Euro und ein paar Quetschte. Und was mir sehr gut gefallen hat, wir haben hier etwas ganz, ganz Kleines. Das ist extra gemacht. Da ist nämlich so ein anderer Stoff als die. Die sind nämlich ganz weich und hier haben wir so einen anderen Stoff. Die habe ich mir extra gekauft, nur für den Concealer. Genau, also wir haben hier drei Beauty Blender. Dann haben wir hier drei Puffer, also jeweils drei, drei. Gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe mich dieses Mal für dieses Lila entschieden. Dann haben wir drei so ganz, ganz kleine Make-up-Eier. Die finde ich super, wenn man zum Beispiel einen Pickel hat. Und man will zum Beispiel hier so ein bisschen verblenden. Und das da finde ich richtig cool. Also da könnte ich mir vorstellen, auch Blush auch einmal vielleicht zu konturieren und so. Auf jeden Fall war das nicht teuer. Und so etwas, Leute, brauche ich als Make-up-Junkie, weil ich ja viel für euch teste, immer wieder gerne. So, dann habe ich etwas gesehen, das hat mir so gut gefallen. Und zwar, das ist für Eiswürfel. Und mein Sohn wird es lieben. Das sind Beeren aus Eiswürfel und ich würde mir gerne ab und zu Eis machen oder vielleicht auch einmal so bunte Eiswürfeln mit Farbe, also mit einer Lebensmittelfarbe. Das kann man dann so zumachen und man hätte dann quasi so ein Bär. Zum Beispiel, ich mache ein Eiskaffee und dann habe ich so einen Bären als Eiswürfel. Ich fand das richtig süß. Man könnte vielleicht auch damit auch andere Sachen machen und jetzt nicht nur speziell Eiswürfel. Wie gesagt, ich werde es testen, denn ich habe nämlich etwas vorgehabt. Ich habe nämlich vorgehabt, eine Badewanne zu machen. Also ich habe eine kleine Badewanne und ich habe so kleine Sachen, was man sich so selbst so seine Badebomben quasi machen kann. Und da wollte ich für den Kleinen mit die Bären so Badebomben machen. Das hat nicht einmal 1,50 € gekostet. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Von der Qualität her schaut es wirklich sehr gut aus. Und darauf bin ich wirklich sehr gespannt, denn wir wollen ja auch einmal ein Eis machen jetzt im Sommer. Vielleicht kann man da auch etwas machen wie Eisklatsch oder so. Ich werde mir das anschauen und ja. Dann, ihr Lieben, habe ich etwas gesehen. Also, ich glaube, dass das das ist. Und zwar gibt es von Elf einen Blush Stick. Der schaut aus wie Jelly. Und ich bin ja dieses Jahr endlich das erste Mal in Sephora. Und da werde ich mir diesen Elf Blush Stick auf jeden Fall kaufen. Ich weiß zwar nicht, ob Sephora Elf hat,
Aber ich habe den gesehen und ich musste den irgendwie kaufen. Der hat mir irgendwie seit Monaten, schaue ich mir den an und will den unbedingt haben. Allerdings bin ich mehr der Fan, der es dann testet vor Ort. Und falls es beim Sephora diesen Elf Blush Stick gibt, oh mein Gott, ich traue mir das gar nicht zu öffnen. Ich bin so gespannt, ob das jetzt wirklich so ist wie auf dem Foto. Das sollte so ein Jelly Blush sein. Riechen tut es es nach gar nichts. Oh ja, das ist es, genau. So ein Jelly Blush. Das ist aber schön. Total kalt. Jetzt habe ich leider kein Fixing-Spray, weil ich das sehr gerne auch mit Fixing-Spray mache. Also schaut jetzt nicht schlecht aus. Es ist nicht schlecht. Ich habe es mir schlechter vorgestellt. Auf die andere Seite werde ich es nicht machen, weil ich mir noch einen Blush bestellt habe. Da hebe ich es mir auf, aber ich finde ihn jetzt nicht schlecht, wenn ich den noch setze und so. Also so schaut das aus. Also ich finde den jetzt wirklich nicht schlecht. Genau. Was ist denn das in Rosa? Ah, da habe ich ein Kleid bestellt. Boah, das hat mir so gut gefallen, das Kleid. Ich weiß nicht, ob mir das passen wird. Das ist eigentlich eine Bluse. Das ist so eine pinke Bluse. Das Material hat mir so gut gefallen. Allerdings ist das sehr, sehr zerknittert. Oh, ob das wirklich dann so ausschaut wie auf dem Foto, weiß ich nicht. Wir können es gerne mal kurz anziehen. Das ist so wie eine Bluse, die aber bis zu den Knien geht. Und das habe ich gesehen, das hat mir so gut gefallen. Schon alleine wegen dieser Schleifen. Aber ich glaube, wir müssen das waschen und bügeln. Ich weiß es jetzt nicht, wie wir das am besten machen können. Das hat mir einfach so gut gefallen. Ich weiß aber nicht, ob ich das noch knitterfrei bekomme. Habt ihr einen Tipp für mich? Schreibt es mir doch gerne in den Kommentaren. Aber ich finde die Farbe richtig schön. Aber das Problem ist, das ist wirklich, ich weiß nicht, ob ich das knitterfrei bekomme. Mir hat das so gut gefallen, diese Rüschen. Seht ihr das? So wie Glocken halt, ne? Ob ich das jeweils glatt bekomme, ich weiß es nicht. Passend tut's auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich das so schön glatt bekomme. Also falls ihr einen Tipp habt, bitte schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Ja, und einmal habe ich etwas mitgenommen für meinen Sohn. Und zwar, ihr kennt ja alle diese Prime, die man so trinken kann. Der hat das gesehen. Wenn ich am Abend auf der Couch sitze und schaue mir halt die Sachen an. Das ist aber sehr gut verarbeitet, Leute. Das ist richtig gut verarbeitet. Schaut's einmal her, das ist richtig gut verarbeitet. Also ich kann mich da wirklich nicht beschweren. Das ist richtig hochwertig verarbeitet. Die Flasche und alles. Es ist wirklich sehr gut verarbeitet. Also der wird sich sicherlich freuen. Und dann, ihr Lieben, habe ich mir bestellt zweimal. Und zwar möchte ich mit euch in einen Short mir selbst meinen Lipgloss ein bisschen kreieren. Mit zum Beispiel, ich habe mir nämlich so Glitzersteinchen gekauft und so. Und da möchte ich das eventuell selber machen. Da habe ich mir einen geholt und auch einen zweiten. Das war nicht teuer, das hat gekostet nicht einmal 50 Cent. Genau, schaut es einmal her. Also ich bin mega gespannt. Ich liebe so etwas, wenn ich das alleine quasi machen kann. Qualität auch sehr gut. Genau. Also das werden wir auf jeden Fall in einen Short machen. Und da könnte ich sogar auch einen Lippengloss erfüllen. Oder vielleicht auch einmal etwas anderes. Es muss ja nicht Lippengloss sein. Es kann ja auch was anderes sein. Das ist aber Scherz, oder? Nee, das ist aber Scherz, oder? Ich habe mir nämlich Haar-Extension gekauft. 50 Stück habe ich mir gekauft. Und ich glaube, dass da aber keine 50 Stück
Stück dabei sind. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir da 50 Stück haben. Schauen von der Qualität super aus. Also kann man wirklich nicht meckern. Das schaut richtig, richtig gut aus, aber ich kann mir nicht vorstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Also wir haben hier 30 so Clips haben wir. Ja, und ich möchte mir nämlich 30 Stück drin. Vielleicht habe ich mich sogar auch vertan. Und zwar, die Qualität ist richtig, richtig gut. Das wird auch super toll auch zu meiner Haarfarbe passen. Seht ihr das? Allerdings, was mich jetzt ein bisschen stört, ich habe sie viel zu kurz bestellt. Also ich hätte die länger bestellen sollen. Seht ihr das? Also die sind eindeutig zu kurz. Ich glaube, ich habe da 15 oder 16 Euro bezahlt für 30 Stück. Aber sie sind eindeutig viel zu kurz. Seht ihr das? Na gut, aber meine Haare sind ja bis da. Ich weiß ja nicht, wie das funktioniert, wenn man die irgendwie da unten anheftet. Ob die dann, wenn man es unten macht, dann doch ein bisschen länger sind. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wenn ich das jetzt falsch bestellt habe, muss ich schauen, dass ich sie eventuell vielleicht noch einmal bestelle in einer richtigen Größe. Aber ich muss wirklich sagen, die Qualität ist wirklich, wirklich gut. Also das ist jetzt nicht so ein billiges drum, das ist richtig gut. Die Qualität wirklich ist gut und ich habe schon ein paar Mal gehört, dass die Extension bei Temo oder Temo, dass das wirklich eine gute Qualität ist. Und ich kann euch jetzt wirklich versichern, dass diese Qualität wirklich gut ist. Also ich möchte im Sommer mir nämlich Extension machen, also eigentlich eh nur für den Sommer. Und ich muss wirklich sagen, das schaut aus wie ein Echthaar. Also da gibt es nichts, wo man sagen könnte, das würde jetzt ausschauen, wie wenn das nicht meine Haare wären. Aber ich habe sie mir leider viel zu kurz bestellt. Ne? Ich brauche eigentlich 80 Stück. Na gut, ich werde noch einmal schauen, dass ich da irgendwie noch einmal bestelle, aber längere. Genau. So, ihr Lieben, dann, Moment, schauen wir mal, da haben wir nichts mehr. Da haben wir noch etwas. Ja, und dann, ihr Lieben, gab es von Patrick Star so einen ähnlichen Blush. Ich weiß, das kann man mit dem nicht vergleichen, aber ich habe den gesehen, Leute. Ich war irgendwie Feuer und Flamme. Der hat mir so gut gefallen von der Farbe her. Und der schaut aber auch wirklich hochwertig aus. Also jetzt bis jetzt schaut der Blush richtig hochwertig aus. Schauen wir jetzt einmal, wie das ausschaut. Das ist aber schön. Leute, das ist richtig, richtig schön. Der ist richtig schön. Der ist wirklich schön. Schaut mal, wie stark der pigmentiert ist. Und der hat gekostet knappe 5 Euro, aber der ist wirklich schön. So, der Jelly war nicht so stark wie der. Ich finde, der ist wirklich stark. Also der ist wirklich schön, der Blush. Und der schaut auch wirklich schön aus. So richtig rosa, was ich ja wirklich auch gerne mag. Genau, das müsste man jetzt noch verblenden, noch mit Settingpuder. Also Leute, ich muss wirklich sagen, der ist richtig gut. Also ich hätte mir nicht gedacht, dass Temo so einen schönen Cremepuder hat. Also der ist richtig schön. So ihr Lieben, dann habe ich mir ein Set bestellt für den Sommer. Und zwar ist das eine Hose und ein T-Shirt, weil ich einfach, ich habe irgendetwas gebraucht, so für jeden Tag. Und zwar, da habe ich einmal bestellt das da. Das schaut super aus. Seht ihr das? Das schaut super aus. Ich mag das, wenn das so bunte Farben hat. Und das Material ist richtig gut und stretch. Ich liebe das Material, dass das alles so dehnbar ist. Ja,
Das habe ich mir bestellt. Das ist so quasi ein T-Shirt, ja. Und dann, ihr Lieben, passend dazu eine Jogginghose. Denn wenn ich am Spielplatz sitze im Sommer oder etwas, finde ich es toll, wenn ich so lässig in der Jogginghose bin. Schaut mal her, die Jogginghose ist auch richtig gut verarbeitet. Also ich muss sagen, auch schaut mal her, finde ich richtig gut. Das kann ich mir auch gut vorstellen im Flugzeug zum Beispiel, weil das halt so locker und fluffig ist. Also ich mag es nicht im Flugzeug, wenn ich da eine Jeanshose habe oder wenn ich verreise. Ich mag das so richtig locker und fluffig. Also ich muss schon sagen, das da ist richtig gut für jeden Tag, für Wien, also für Österreich finde ich das richtig gut. Genau. Was das ist, weiß ich nicht. Werden wir aber schauen, wo ist meine Schere? Ja, das Einzige, wo ich jetzt wirklich sagen kann, was Flop ist, war die Bluse bis jetzt. Die Bluse weiß ich nicht. Super, ich habe das total vergessen. Und zwar habe ich mir noch einmal eine Brille gekauft, weil mir die Brille irgendwie sehr gut gefallen hat wegen diesem Neon. Die hat mir irgendwie sehr gut gefallen, eigentlich nur wegen diesem Neon. Und zwar, schaut mal her, ich liebe sie jetzt schon. Und zwar nütze ich solche Brillen von Temo nur für Accessoire. Oder auch so für den hier oder wenn ich irgendwo auf der Reise bin und möchte schlafen. Ich habe nämlich zwei, drei UV-Brillen, die ich auch nütze, wirklich dann für die Sonne. Aber wenn ich jetzt ein Short mache oder wenn ich jetzt irgendetwas in Neon habe oder eine Neontasche oder etwas, Leute, das schaut richtig cool aus. Also ich mag so ein Klimbim und deswegen mag ich auch Temo, weil er solche verrückten Klimbim-Sachen hat. Ne? Genau. Also ich finde die Brille richtig stylisch und cool. Ich mag das, wenn ich so ein bisschen aus der Reihe tanze. Das ist nämlich so meins und vielleicht mögen das manche nicht, weil sie sagen, okay, ich bin mehr so die Schlichte, verstehe ich, aber ich bin mehr der Typ, der gerne ein bisschen auch so ein bisschen ein Touch extra will. Ich mag es nicht, wenn es immer nur 0815 ist und deswegen, ja, das Einzige, was jetzt wirklich fehlt, ist diese. Ist die Kette. Und das schauen wir noch einmal, ob die Kette nicht da ist. Ich habe mir diese Regentropfen-Kette bestellt. Ah, super. Alles ist da. Wir kontrollieren noch einmal. Genau, ich habe nämlich einmal bei Temo bestellt diese Regentropfen. Und irgendwie habe ich mich dann so geärgert, warum ich dann nicht die Kette bestellt habe. Ich fand die Kette auch richtig, richtig schön. Also das Set hat gekostet knappe 2 Euro, nicht mehr und nicht weniger. Und zwar habe ich mir diese Regentropfen bestellt, aber viel, viel größer. Und zwar einmal diese Regentropfen plus diese Kette. Und ich fand es richtig schön. Schaut mal her, wie schön das ist. Wir werden einmal das testen. Ich habe jetzt mal nur gehabt diese kleinen. Ui, das schaut gut aus. Das schaut richtig gut aus. Mit einem schwarzen Kleid oder mit einem schwarzen Blazer. Also, das kann richtig was. Schaut euch einmal an, wie schön das bitte ist. Ich bin jetzt schon verliebt. Also, richtig schön. In Roségold wäre es natürlich auch schön, aber ich liebe das. I love it. Also wirklich, das werde ich mir im Urlaub mitnehmen. Schade, dass ich das nicht gehabt habe schon, wo ich war mit meiner Familie da. 2 Tage auf der Therme, also richtig schön. Das schaut richtig, richtig edel aus. Mit einem Blazer oder mit einem schwarzen Kleid. Also das schaut richtig cool aus. Das passt jetzt nicht mit diesem Sternchen da. Aber ihr Lieben, ich kann mir das so richtig gut vorstellen mit einem schwarzen Blazer. Schwarze Hose, schwarzer Blazer. Oh mein Gott, das kann was. Ich liebe das. Und das ist endlich mal. Ein großer Regentropf. Schaut euch mal an, wie schön das ist. Also ich bin verliebt. Ich bin wirklich verliebt und ich bin am Überlegen, ob ich mir nicht da ein zweites bestellen soll, weil ich so Roségold auch mag. Vielleicht nur mal so ein zweites für ein Backup und die kann man hier super toll verstellen. Kleiner und seht ihr? Also Moment, ich sehe es leider nicht so. Und das kann man super toll verstellen. Und schaut euch mal an, wie schön das bitte ist. Das mit einem schwarzen Kleid oder mit diesem rosanen, was jetzt leider zerknittert ist. Aber Leute, das ist richtig schön.
Oh mein Gott, das ist richtig schön. Also ich mag das wirklich sehr und ich bin gerade so happy, dass das so schön ist. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen, dann wäre es noch schöner, aber das kann ich mir dann später eh so richten, wie ich mag. Aber ich finde diese Regentropfen so richtig schön, wirklich, also schön. Genau, falls ich die wirklich mal finden sollte, so ein richtiges Silber bei uns in Wien, würde ich sie mir sofort kaufen, weil ich finde die richtig schön. Also ich mag das wirklich sehr. Genau, das nächste, was ich mir gekauft habe, ist, das hat mir irgendwie sehr gut gefallen, weil ich hatte schon mal solche Ohrringe gehabt bei Müller einmal. Und zwar, das sind so Musikohrringe. Die haben mir irgendwie sehr gut gefallen. Allerdings ist hier das Material sehr, 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 sehr schlecht. Also das Material ist aus einer Pappe. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Wie gesagt, vielleicht für ein, zweimal ja. Da muss man wirklich aufpassen, dass das nicht so schnell kaputt geht, weil die gehen schnell kaputt. Das ist wirklich so wie eine Pappe. Seht ihr das? Das ist ein bisschen schlecht gemacht. Gut, man darf sie eh nicht aufregen für 50, 60 Cent. Darf man sich nicht aufregen. Ich habe das nicht gewusst, sonst hätte ich sie mir nicht bestellt. Aber wie gesagt, für ein, zwei Mal tut man die 50 Cent nicht weh. Dann habe ich etwas bestellt für mein Handy. Und zwar, ich habe ja ein iPhone-Handy. Und ab und zu, wenn das Handy in der Tasche ist und ich irgendwann mal, die Tasche ist schmutzig oder irgendetwas, ja, habe ich hier so einen Schutz und kann das nämlich da reingeben. Das ist nämlich für den Akku und dann ist automatisch der Akkustecker vom Handy geschützt mit einem süßen Bärchen. Also der habe ich mir schon ein paar Mal gewünscht, sowas zu haben, weil ab und zu habe ich irgendwelche Kekse ausgeschüttet, unabsichtlich, und da war die Tasche voller Brösel und so. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, schade, dass ich jetzt nicht irgendetwas gehabt habe für mein Handy. Das nächste, was ich mir bestellt habe, und so ähnliche Ohrringe habe ich mir schon einmal bestellt beim Temo. Ich finde aber den zweiten nicht und deswegen mussten jetzt unbedingt die her. Die habe ich gesehen, ich war mich total verliebt in denen. Ich liebe ja Pink und Leute, das schaut so herzig aus. Also ich werde diese Ohrringe jetzt öfters anziehen. Ich habe wirklich, ich vielleicht bestelle ich sie mir auch in Schwarz oder auch in Weiß. Ich weiß nicht. Also mir gefällt das richtig gut. Auch das da gefällt mir richtig gut. Also die Ohrringe sind von auch von der Verarbeitung richtig, richtig stabil. Dann habe ich etwas bestellt und zwar, ich weiß nicht warum, aber ich habe Kirschenohrringe bestellt und zwar haben die mir so gut gefallen, weil die schauen ein bisschen anders aus als meine Kirschohrringe. Und zwar, schaut mal her, die sind hier so mit einer Glaskugel, seht ihr das? Und die sind ein bisschen goldig, ne? Und jetzt weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee war, weil ich trage mehr Silber, aber ich werde sicherlich irgendwann mal etwas finden, wo das auch passt. Seht ihr das? Die schauen richtig, richtig süß aus. Genau. Und dann, ihr Lieben, habe ich bestellt etwas, was mir sehr gut gefallen hat. Und zwar ist das so wie ein Herz. Moment, ich zeige euch die Ohrringe. Das ist so ein Herz und hat so quasi wie ein, wie soll man das am besten beschreiben? Das ist ein Herz und hat quasi so wie eine Schrift, also so wie ein Pulsschlag. Schaut's einmal her. Die haben mir sehr gut gefallen. Genau, das könnte man wirklich jeden Tag nützen, diese Ohrringe, weil ich finde, diese Ohrringe schauen richtig, richtig gut aus. Ne? Die waren auch nicht so teuer. Genau, jetzt zeige ich euch, ich habe jetzt noch diese goldenen unabsichtlich bestellt, aber ja, wie gesagt, ich bin jetzt so ein Goldfan, aber ich habe sie jetzt mal und vielleicht kann ich sie ja irgendwann mal nützen für irgendetwas. Ich habe sie wirklich unabsichtlich bestellt. Diese Kette habe ich gesehen und habe mich in diese Kette schon mehrmals verliebt. Und zwar, das ist eine Perlenkette. Und zwar macht man die so zu und man hat dann hier quasi, Moment, ich schaue mir das an. Man hat dann hier, man kann die dann hier zumachen. Moment,
Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, genau. Und hat dann quasi so etwas, seht ihr das? Das hat mir so gut gefallen. Ich finde, es schaut dann wieder so, so edel aus mit einem Blazer oder mit einer Bluse. Ja, das hat mir so gut gefallen. Und dann noch Perlenohrringe. Also das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das schaut auch so edel aus. Ich liebe das, wenn das so, so ein bisschen edel ausschaut und so. Aber ich muss wirklich sagen, am meisten habe ich mich verliebt in dieses Set. Also ich glaube, dieses Set ist heute mein Favorit. Ihr Lieben, wir sind leider, leider am Ende. Aber ihr Lieben, was ich euch wirklich, wirklich sagen kann, ich bin wegen diesem Blush, bin ich richtig, richtig happy, dass ich mir den bestellt habe, auch wenn der 5 Euro gekostet hat. Aber der ist richtig gut. Macht euch gerne ein Screenshot, falls ihr den bestellen wollt. Den gibt es in mehreren Farben. Dann bin ich am meisten auch sehr, sehr happy über diese Herzohrringe. Da bin ich auch sehr happy. Über diese wunderschöne Kette bin ich happy. Und ihr Lieben, über dieses Set bin ich wirklich happy. Das hat gekostet 13 Euro und das kann ich mir super toll vorstellen für jeden Tag, wenn ich auf der Straße oder am Spielplatz bin mit Hose. Das ist richtig gut. Das Einzige, was wirklich doof ist, ist jetzt wirklich das da. Falls ihr für mich einen Tipp habt, wie ich das gerade bügeln kann oder wie ich da am besten, ja, ich werde das jetzt einmal waschen, dann werde ich das hochhängen. Vielleicht schaut es dann besser aus, aber ihr Lieben, das fand ich richtig schön, diese Bluse mit Jeanshose oder mit einer schwarzen Hose. Dann noch schöne Batschen, also die Bluse kann wirklich was. Und falls ihr kein Pink wollt, gibt es diese Bluse in 6 oder 7 verschiedenen Farben. Die Extension waren jetzt ein bisschen ein Fehlkauf, obwohl ich sagen muss, vielleicht kann man die Extension auch ganz, ganz unten geben. Somit hätte man automatisch längere Haare. Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit dieser Extension. Da bin ich jetzt nicht so der Profi. Ich werde sie einmal mitnehmen bei meinem Friseurbesuch und werde mal schauen, was die sagen. Falls die sagen, nein, das ist mir zu kurz, dann behalte ich sie mir, aber von der Qualität her, Leute, bin ich wirklich, wirklich überrascht, dass diese Qualität gut ist. Genau, da muss ich sagen, auch diese Sachen bin ich super, das kann ich immer gut gebrauchen. Und ansonsten bin ich schon mega gespannt auf meine Bodies, was ich bestellt habe. Denn ich habe gehört, wenn man diese Bodies anzieht, unterstützt man auch automatisch das Bindegewebe. Und das wird angeblich straffer, wie gesagt, seit meiner Schwangerschaft, wo ich einen Kaiserschnitt gehabt habe. Es ist jetzt nicht so, dass der Bauch jetzt extrem hängt, aber der Bauch ist natürlich nicht mehr das, was er mal war. Und viele Frauen haben das Problem. Manche Frauen können das, in einem Monat ist der Bauch wieder straff. Ihr müsst euch vorstellen, 9 Monate hat sich der Bauch ja natürlich sehr, sehr ausgedehnt und so, oder Schwangerschaftsstreifen und so. Aber wie gesagt, ich habe mich damit abgefunden. Das ist nun mal so, wenn man Mama ist. Man kann nicht immer eine Haut haben wie ein 13- oder 16- oder 18-jähriges Mädchen. Manche Frauen sind wirklich sehr gut bestückt mit der Haut oder mit dem Bindegewebe. Ich bin es leider nicht. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, dass wir glücklich sind und happy und zufrieden sind. Das ist schon die halbe Miete. Was bringt mir das, wenn ich ausschaue wie eine Barbiepuppe oder ich sage jetzt einmal, dass ich ganz, ganz happy bin, na, dass ich ganz, ganz, sagen wir mal so, alles tippitoppi, wirklich alles tippitoppi, Haare und alles tippitoppi, wenn man innerlich halb kein guter Mensch ist oder wenn man innerhalb, wenn man innen in der Seele, wie sagt man das so, halb kein freundlicher oder ein herzenswarmer Mensch ist, dann bringt das alles nicht wirklich. Glaubt's mir das. Ihr Lieben, ich möchte mich in diesem Sinne verabschieden. Schreibt es mir doch gerne in den Kommentaren, was euch von den Haul am besten gefallen hat. Das würde mich interessieren und ich bin so stolz auf dieses Set. Ich weiß nicht, mir gefällt das so gut. Das werdet ihr jetzt öfters in meinen Videos sehen. Danke fürs Vorbeischauen und ich freue mich schon auf meinen nächsten Thema-Haul, denn da habe ich ein bisschen auch mehr auch Haarreifen bestellt und so. Aber dieses Mal war ich bei die Ohrringe richtig, richtig fleißig, damit wir über den Sommer einiges zum Tauschen haben. Meine Lieben, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn du mich kostenlos abonnierst. Und auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns wieder in meinem nächsten Video. Bussi Baba, eure Lola.